Mal wieder zurück bei Destiny 2 mit dem grünen Forst. Ja, ich werde es jetzt hier von Anfang an aufnehmen. Also jetzt erstmal First Try rein. Ich habe noch kein einziges Mal den grünen Forst gespielt. Ja, er ist ja hier auf dem Turm wählbar. Der grünen Forst hier, Merkur, Einsatztrupp 1 bis 3, kooperativ, Spielersuche, PlayStation Plus erforderlich natürlich. Und da gibt es natürlich Verbesserungskern. Und auch hier, wenn man zwei Bosse eliminiert, gibt es dann hier auch immer jeden Tag was Neues irgendwie anscheinend. Naja, aber wir gehen direkt rein und machen hier grünen Forst, Aktivierungsmodus und legen los. Ja. Ist wie gesagt immer noch First Try, deswegen hoffe ich einfach mal, die Ausrüstung, die ich gewählt habe, ist okay. Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Also ich habe hier Sentinel gewählt, einmal den Baum hier, damit ich noch ein Schild machen kann. Dann habe ich hier die Verflossen drin, probiere ich jetzt mal wieder die Sauerstoff SG3 aus, ja, ob das jetzt eine gute Idee ist und nicht, wird sich auch zeigen. Hier die Download wieder am Start, dann hier natürlich Neon Helix Hülle hier für 10% EP mehr. Apropos 10% EP mehr, ich muss natürlich hier nochmal schnell Einsatztrupp Million einsetzen, wenn ich es finde. Wo ist denn? Da. Natürlich immer einsetzen, nicht vergessen. Ne? Immer holen bei Tests und einsetzen, damit eure Engramme schneller rausfluppen. Da habe ich hier die Ursa Drescher Helm, da habe ich hier einmal Ursa Furiosa, dann habe ich hier anrüchiger Drescher Panzer, hier einmal anrüchiger Drescher Beinschienen und hier anrüchiger Drescher Zeichen. Habe ich jetzt einfach eingesetzt, weil die Perks einfach auch gut sind von den Ausrüstungsgegenständen. Und so sieht mein Char-Moment aus. Super Sache, ich weiß. Aber jetzt muss ich natürlich auch super spielen. Ob es jetzt so sein wird oder nicht, wird sich zeigen. Wie gesagt, ist alles First Try. Ich hoffe, es funktioniert. Und ja, man muss natürlich auch die Triumphe fertig bekommen, ja, damit man halt die Aberlast bekommt. Da müsst ihr natürlich hier die Schwergerei 2019. Hier sind die ganzen Triumphe, ja, hart gefeiert müsst ihr fertig haben. Dann bekommt ihr halt das neue Exo Linearfusionsgewehr, ja, das müsst ihr fertig haben. Und dann müsst ihr hier die Sachen natürlich alle erledigt haben. Und mindestens 7 Stück. Und ich will natürlich alles probieren zu schaffen. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Und ja, sind wir mal alle gespannt, würde ich mal sagen. Ich spiele übrigens früh am Morgen. Sollten eigentlich fast immer nur die Cracks unterwegs sein. Hoffe ich zumindest. So, ich lade jetzt natürlich auch ein bisschen schneller rein. Aufgrund halt, dass ich eine SSD eingebaut habe. So als Info. Die anderen Leute kommen nämlich gleich erst. Deswegen renne ich noch nicht vor und aktiviere irgendwas. Es ist ja eigentlich mehr oder weniger Spukforce 2.0, ja. Ist ja nichts anderes. Und ja, da muss man mal ein bisschen variieren und ein bisschen warten. So. Da ist der eine schon mal. Jetzt fehlt noch einer. Komisch, dass der andere so lange reinlädt. Der vielleicht, er hat schon eine PS4 Pro mit einer normalen Festplatte. Der hier hat eine PS4 Slim und ich habe eine PS4 Pro mit SSD. Wahrscheinlich. So, alle fertig. Ich gucke sich gerade nochmal die. Warte mal. Was für Leute spiele ich überhaupt? 695, 692 ist okay. Ja doch, komm, lass loslegen hier. Was ist eigentlich aktiv, wenn man gerade so ein? Nix. Achso, den Boost habe ich übrigens auch nicht eingesetzt, weil ihr könnt hier die schwägerische Essenz einsetzen, hier bei dem Ding hier. Ja, ihr könnt hier verschiedene Sachen einknallen hier, aber leider habe ich keine Essenz, muss mir erst wieder spielen, weil gestern habe ich die einfach eingesetzt, aber dann nicht weitergemacht. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder pro Zweig noch ein bisschen Zeit, nicht so viel leider, ein bisschen. Jetzt mal zum Button. So, die SP dreimal ausprobieren hier. Toll, jetzt ist eine Wand reingeglitscht. Ja, toll. So, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, wie man merkt, ich spiele hier gerade ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, die ganzen YouTuber, wo ich mir jetzt gestern noch geguckt habe, wie die das gespielt haben, die spielen alle am PC. PC ist einfach edel, was die Steuerung angeht. Ja, ist nun mal so. Maus und Tastatur, kommt nichts gegen an. Ja, das sollte so natürlich nicht sein. Erst kommt, wenn man unkonzentriert ist und das erste Mal spielt hier. Oh, na egal, müssen wir mich gleich wiederholen. Ach man. Ja, sorry. Ja, läuft gerade nicht so gut.
Ist halt First Run, ich bin hundemüde, hab zu viel gearbeitet. Ist leider so. So, vielleicht kriegen die ja nochmal die Kurve hier, mal gucken. Ganz schön was aus. Natürlich sollte man etwas schneller sein, ja, nicht so langsam wie wir, aber gut. Als First Try soll das so entschuldigen sein. Das war vielleicht noch ein bisschen mehr rum hier, dass es schneller geht. Natürlich, dass hier im Teamspiel, ne, das einigermaßen gut abpassen kann, kann natürlich jeder mal pro Zweig hier dann super rauskloppen. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp. Ja, wenn alle auf einmal super raus sind, wäre scheiße. Das ist ehrlich, weil dadurch verliert man halt auch sehr. Also es wird eigentlich pro Zweig immer nur einer hier seinen Super raushauen. Das klappt dann gar nicht ganz gut. Leider habe ich jetzt gerade eben die Sphären nicht aufgenommen weiter, die anderen. Ist ja gut. Na, wo ist er hin? So, der hat gerade seinen Super eingesetzt, das ist schon mal gut. Da kann ich mich gleich mal in Super einsetzen. So, noch 2 Minuten Zeit. So, alle aus dem Weg hier. Alle aus dem Weg. Also bis zum 7. Zweig müssen wir mindestens kommen, damit ich halt einen Triumph freischalte. Okay, 5 Essenz, okay. So, wo geht's weiter? Da oben. Das werden ja auch mehr erzeugt, wenn ihr Headshots, also Präzisionstreffer macht, kommen mehr Sphären raus, ja, die natürlich dann auch probieren zu produzieren. Also auf jeden Fall eine Waffe nehmen, wo ihr dann natürlich auch dementsprechend viel Headshots leisten könnt hier. Habe ich vielleicht ein bisschen früher eingesetzt, meine Super. Das war vielleicht nicht so gut. So, die SG-3 ist hier wohl nicht so gut zu benutzen. Außer ihr wollt natürlich von Entfernung was abschießen, aber irgendwie verschlossen finde ich gerade hier irgendwie besser. Also mit vereinten Kräften kriegen wir das hier schon hin. Beutezug abgeschlossen, sehr schön. Achter Zweig, auch sehr gut. Dann natürlich nachher den Gegner noch. Platt macht es eine andere Frage noch. Das war schon. Das ist ja natürlich kein Super. Naja, dann mal gucken, wie wir uns schlagen.
noch weiter? Okay. Sind ja eigentlich auch wieder Modifiers aktiv? Ich weiß es gar nicht. Ich lese hier gerade nichts. Ab und zu, weil beim Spukboss war es ja immer so, da waren immer unten links angezeigt, was gerade aktiv ist. Also normalerweise. Man sieht es vielleicht ganz gut hier, die Telesto zu nutzen. Das sieht eigentlich gerade ganz gut aus, was er hier macht mit seiner Telesto. Telesto-Empfehlung anscheinend wohl, ja. Aber da muss ich ja die Donnerlord rauspacken. Oh, das wären sehr schön. Die ganzen Gegner. Ja. Das ist ja Orientierung finden. Ich glaube, da hinten gibt es bestimmt noch eine Kiste, wenn ich da unten weitergegangen wäre, garantiert. Aber wir müssen weiter. Ich nehme hier mal ein bisschen eine kleine Abkürzung. Die rennen auch alle wild in der Gegend rum. Man kann überhaupt nicht richtig zielen hier. Schwermuni behalte ich erst nochmal. So, wieso wird da das hier angezeigt? Achso, ist so hoch, okay. Also, ihr müsst natürlich auch ein hohes Power-Level haben, sonst braucht ihr hier eigentlich nicht reingehen. Ne? Nein, das war's dran. Das hat er natürlich. Wo hat er jetzt seine Sphären hingepackt? Verdammt. Munitionstechnisch und supertechnisch gerade nicht so gut aus. Mist, wo sind jetzt Leute? Ach gut, wieder schwer Muni gekriegt, sehr schön. Jetzt müssen wir alles nachladen hier. Ja, sie kommen ja ganz gut durch. Kann jetzt nicht meckern. Aber gleich kommt der Endgegner. Da wird das wahrscheinlich ziemlich stark sein. Mal gucken, ob wir das hinkriegen gleich oder nicht. Wohin? Oh, hier kommen die ganzen Sphären. Wie gesagt, Headshots, das bringt schon was. Oh ja. Genau so. Oh, dicke Mupsis. Die anderen alle. So. Ob das eine gute Idee ist, dass wir hier so weit kommen, weiß ich noch nicht.
Fresse. Warum ich mal nicht treffe, ne? Weil ich gerade so aufgeregt bin. So, wo geht's hin? Da oben hinten, okay. Muss doch hier hoch, alles klar. So, gleich ist die Zeit abgelaufen. Ist natürlich nicht so schön, aber wir haben es echt weit geschafft. Ich bin echt sehr zufrieden damit. Und natürlich dann, wenn der Endgegner, dann kommt man auch schaffen. Okay, jetzt kommt der Endgegner. Hier kommen auch anscheinend, wo über die Sphären rausgedroppt man Headshots macht. Auch sehr schön. Ach, das sind 5 Gegner. Upsi, es sind einfach mehr. So läuft es hier also. Okay, gut zu wissen. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ist halt First Try, ne? Down. Okay, die Ausrüstung abgeschlossen. Okay. Sehr schön. Shit. Gut, 2 Gegner geschafft. Ja, noch nicht. Das war's dann auch. Wie gesagt, ich komme nicht wieder aus der Wiederbelebt mich. Aber man kann es hier gut schaffen. Ja, also definitiv, wenn man das Team natürlich noch besser eingespielt hat, hier dann läuft natürlich noch besser. Aber wir haben 2 Gegner geschafft, das ist schon mal ganz gut. Also kann ich jetzt nicht meckern, also 5 Gegner kommen insgesamt, 2 von 5. Aber wie gesagt, das schaffen wir, glaube ich. So, durch. Glaube ich zumindest. Leider ja. Schade. Nichtsdestotrotz war es ein guter Run für First Try übrigens, ja. War jetzt First Try. Dicht. 15 schwägerische Essenz. Wie gesagt, ich hatte auch nichts aktiviert, kein Boost oder so. Das ist natürlich auch so eine Sache. War vielleicht jetzt gar nicht so schlau, aber hatte ich halt leider nicht. Und ja, 2 Boss besiegt, meine Damen und Herren. Besser als nichts, würde ich sagen. So, mein Stand aktualisiert. Erkundungsgang abgeschlossen. Besuche Test im Turm. Und um ein Geschenk zu erhalten. Das machen wir auch gleich nochmal eben. Aber wie gesagt, danke ans Team hier, ja, den ich gespielt habe hier. Danke an Vince 4985 und Doriams Grey.
von Game of Thrones, ich glaube nicht. Ja, so sieht es im Moment aus. War ja ganz okay, wie gesagt, ihr müsst das natürlich abpassen, ne? Die eure Supers so einsetzen, dass jeder Zweig jeweils ein Super eingesetzt wird von eurem Team. Am besten geht ihr in ein Team rein, mit dem ihr auch in einer Party verbunden seid oder so. Das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Und was ist jetzt los? Nein, ich will nicht wieder starten, oh komm. Ja, das ist natürlich auch mal geil. Ich, wo fliege ich hier? Oh Mann, ey. Ohne Witz, also ihr müsst vorher rausgehen, sonst startet ihr anscheinend wohl sofort wieder Grünforst. Das haben sie ja richtig scheiße getimed. Muss ich da hier rausgehen? Geht leider nicht anders. Ja, toll. Ja, dann bin ich mit den gleichen Leuten wieder unterwegs. Zwar schön und gut, aber nee. Wir zum Turm eben. Wir gucken, ob Tess und Dings auch neue Würzüge haben. Sorry, Bros, ich muss raus. Ja, das haben sie aber echt nicht gut getimed. Viel zu wenig Zeit, um das mal kurz abzubrechen. Das geht natürlich so gar nicht. So, ich fliege jetzt nochmal eben schnell, wie gesagt, zum Turm. Ich will nochmal gucken, was Tess mir gibt. Und ich will nochmal gucken, ob hier... Räume Zweige des Grünforsts. Okay, habe ich ja gemacht. Da will ich natürlich gleich mal gucken, ob auch Eva Levant neue Wollzüge für mich hat, weil ich habe den jetzt ja eben abgeschlossen, den ersten. Da kann man sich vielleicht direkt einen neuen abholen, mal gucken. So, den hier grüne Erkundung abgeschlossen, Räume Zweige des Grünforst. Mein Schnell aktualisiert. Blub, blub, blub. Schwäger geht weiter, kehre zu Eva Levant zurück, genau. Den Helm können wir auch gleich mal aufsetzen vielleicht, mal gucken, ob das die Perk stimmen hier. Ja, das Scout-Gewehr geht, Schrotflinte habe ich, ne, geht so. Nicht wirklich gut, Ornamente gibt es hier auch, okay. Oben steht ordentlich was, lese ich jetzt aber nicht für vor, ist ein bisschen zu heftig. Aber einen Helm haben wir schon mal gekriegt hier. Er lädt aber gerade nicht, weil ich selber gerade am Laden bin. Aber nun gut, da haben wir schon mal einen Ausrüstungsgegenstand mit 700. Wie gesagt, damit könnt ihr natürlich euer Power-Level auch hochziehen. Aber hier Schaden, Solarschadenresistenz, also... Für die Schwägerei ist schon ganz okay. Nehmen wir den Helm einfach mal rein. Macht ja nichts, tut ja nicht weh. So, holen wir das Geschenk auch mal eben kurz ab. Willkommen, Hüter. So, okay. Frohlocken ist ein Gramm hier mal gekriegt, das ist schon mal nett. Danke, dass du beim Gramm erfahren bist, geht nicht mehr. So, jetzt müssen wir jetzt Eva Levante wahrscheinlich neue Beutezüge abholen, weil ich brauche ja noch genug Essenzen, weil ich habe im Moment nur so ein paar, nicht viele. Mal gucken, wo sind die überhaupt? Wo sind die überhaupt? Da, 30 Stück und ich brauche, glaube ich, um was zu mischen, beziehungsweise um meinen Trank zu kriegen, brauche ich wie viel? Immer 50, ja. Das Ding habe ich hier nicht eingesetzt gehabt, wie gesagt, deswegen war es vielleicht auch ein bisschen schlechter gerade. Deswegen haben wir vielleicht auch nur zwei Bosse geschafft. Aber wie man sieht, kommt man noch ganz gut durch. Also hohes Power-Level muss man haben, natürlich die Waffen abgestimmt haben. Mein Scout-Gewehr war jetzt nicht so gut, das SG-3 für den Modus hier. Vielleicht sind andere Sachen besser. Aber die SG-3 ist halt gut, um halt Headshot zu machen, um halt Sphären zu erzeugen. Damit müsst ihr halt arbeiten, das Team muss stimmen und immer so weiter. Also, und die Suche muss natürlich auch gut sein. So, die Schwägerei beginnt. Die Schwägerei ehrt dich und alles, was du tust, Hüter. Feiere so, wie du magst. Die Vorhut hat mir dabei geholfen, ein Festival auf die Beine zu stellen, das das ganze System umspannt. Eva Levante. So, jetzt haben wir hier auch die anderen Beutezüge, alle, die ich machen kann. Wöchentliche Schwägerei-Beutezüge hier. Boss eliminiert 10. Sphären erschaffen 0. Strike abgeschlossen 0 von 5. Also hier könnt ihr natürlich schön alles mitnehmen. Natürlich auch machen. Und mitnehmen. Und immer reingehen. Reingehen. Spielen. Ne? So fängt es alles an. Und dann hier diesen geilen Trunk hier, das Ding da, auf jeden Fall auch mal eben, wo wir mit Essenzen aufladen und dann richtig Rumba-Zumba machen da, im grünen Forst. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören, das war alles First Try, ja, der hat es ein bisschen geholfen bei einigen Sachen. Und ja, ich bin zufrieden damit, kann ich nicht anders sagen. Und ja, muss ich mein Helm vielleicht mal kurz anmalen, dass mir das zum anderen Kram passt. den mache ich nochmal eben kurz, einfach weil ich es, wenn ich machen will, so. Ja. So ist es okay. Ja. Sieht auch ein bisschen bulliger aus, der Titan hier. So geht's. Danke nochmal fürs Zusehen. Und dann, bis wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss. Du bist ein Titan.